Marinierte Oliven. Zutaten: Für 8 Personen 450 Gramm große grüne Oliven mit Stein, abgetropft 4 Knoblauchzehen, eine kleine Zitrone, 2 TL Koriandersamen, im Mauser zerstoßen 4 Thymianzweige, 4 Spitzen Fenchelgrün, 2 kleine frische rote Chilis. Nach Belieben, Pfeffer-Natives Olivenöl extra. Zubereitung: 1. Die Oliven auf einem Hackbrett mit einem Teigroller oder einem Fleischklopfer leicht bearbeiten, so dass sie ein wenig aufplatzen und die Aromen der Marinade gut aufnehmen können. Oder die Oliven mit einem scharfen Messer längs bis zum Stein einschneiden. Die Knoblauchzehen mit der breiten Seite der Messerklinge etwas zerdrücken. Die Zitrone ungeschält in kleine Stücke schneiden. 2 Oliven, Knoblauch, Zitronenstücke, Korian unbekanntes Zeichen. Der Samen, Thymian, Fenchel und nach Belieben unbekanntes Zeichen. Chilis in eine große Schüssel geben und vermengen. Mit Pfeffer würzen. Kein Salz zu unbekanntes Zeichen fügen, da die Oliven meist salzig genug sind. Alle Zutaten in ein Schraubglas füllen. So viel Olivenöl hineingießen, dass die Oliven bedeckt sind. Das Glas gut verschließen. 3. Die Oliven bei Zimmertemperatur 24 Stunden unbekanntes Zeichen den stehen lassen, dann im Kühlschrank. Mindestens eine Woche, besser noch 2 Wochen. Marinieren. Von Zeit zu Zeit das Glas schütt unbekanntes Zeichen tellen, um so die Zutaten nochmals zu mischen. Vor dem Servieren die Oliven bei Zimmertem unbekanntes Zeichen Temperatur etwa eine Stunde stehen lassen, dann aus dem Öl nehmen. Tapenade. Zutaten: Ergibt etwa 300 Gramm 250 Gramm schwarze Oliven, entsteint 3 in Öl eingelegte Sardellenflitz, eine große Knoblauchzehe, palpiert, 2 EL Pinienkerne, LHEL eingelegte Kapern, abgespült, 125 ml Natives Olivenöl extra, frisch gepresster Zitronen- oder Orangensaft, Pfeffer, Knoblauchkrütes 12 Scheiben Baguette, 5 mm dick, Natives Olivenöl extra, zum Bestreichen 2 Knoblauchzehen. Zubereitung: 1 Oliven, Sardellen, Knoblauch, Pinienkerne und Kapern in der Küchenmaschine oder dem Mixer pürieren. Das Öl bei laufendem Motor in einem dünnen Strahl zugießen, bis eine weiche Paste entsteht. 2. Die Paste mit Zitrussaft und Pfeffer ab unbekanntes Zeichen schmecken. Wegen der salzhaltigen Zutaten wird kein zusätzliches Salz benötigt. Die Tapenade abdecken und bis zum Servieren kalt stellen. 3. Für die Knoblauchkrütes den Backofen unbekanntes Zeichen Grill vorheizen. Das Brot auf einen Grillrost legen und 1 bis 2 Minuten von einer Seite gold unbekanntes Zeichen braun rösten. Wenden, mit etwas Öl b unbekanntes Zeichen streichen und weitere 1 bis 2 Minuten rösten. 4 Knoblauchzehen schälen und die noch heißen Brote auf je einer Seite mit Knoblauch einreiben und abkühlen lassen. In einem luftunbekanntes Zeichen dicht verschließbaren Gefäß sind sie bis zu 2 Tagen haltbar. 5. Die Tapenade zusammen mit den knoblauchunbekanntes Zeichen Lauchkrüte servieren. Hummus, Kichererbsendieb. Zutaten: Für 4 Personen 120 Gramm getrocknete Kicher unbekanntes Zeichen Erbsen, 3 bis 6 EL Zitronensaft, 3 bis 6 EL Wasser, 2 bis 3 Knoblauchzehen zerdrückt, 150 Gramm Tahini, Sesampaste, Salz.
1 EL Natives Olivenöl Extra 1 TL grüne Pfeffer oder edelsüßes Paprikapulver 1 2 glatte Petersilie, zum Garnieren. Zum Servieren. Pita Brot Salatblätter. Tomatenscheiben. Zubereitung. 1 Die Kichererbsen über Nacht in einer großen Schüssel mit kaltem Wasser weichen. Am nächsten Tag abgießen, abspülen und abtropfen lassen. In eine große Pfanne geben, mit kaltem Wasser bedecken und zum Kochen bringen. Etwa eine Stunde kochen, bis die Kichererbsen weich werden. Vom Herd nehmen, abgießen und abtropfen lassen. 2 Die Kichererbsen mit 3 Esslöffeln Zitronen unbekanntes Zeichen. Saft, 3 Esslöffeln Wasser, Knoblauchzehen. Und Tahini in der Küchenmaschine oder im Mixer zu einer glatten Paste verarbeiten. Falls die Paste zu dickflüssig ist, esslöffelweise Wasser oder Zitronensaft einrühren. Mit Salz abschmecken. 3 Den Dip in eine Servierschale füllen. 1 Flache Mulde in die Oberfläche drücken und das Olivenöl hineingeben. Mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank stellen. 4 Vor dem Servieren den Kichererbsen-Dip mit cayenne Pfeffer oder Paprikapulver bestäuben. Und mit Petersilie garnieren. Mit Pitabrot, Salatblättern und Tomatenscheiben servieren. Musch mit Fladenbrot. Zutaten. Für 4 bis 6 Personen eine große Albergine, rundum. Mit einer Gabel Inge unbekanntes Zeichen stochen 3 große Knoblauchzehen, mit Schale. 1 TL gemahlener Koriander, 1 TL gemahlener Kreuz unbekanntes Zeichen Kümmel. 1 EL helles Tahini. Saft von Apostroph-Zitrone. 2 EL Natives Olivenöl extra. Salz und Pfeffer. Koriander, zum Garnieren. Fladenbrote. 250 Gramm Weizenmehl Typ 1050. Plus etwas mehr zum Bestäuben. 2 EL feiner Maisschrot oder Polente. 1 TL Backpulver 1 TL Salz. 50 Gramm Butter, in Stücken 1 EL Sesamsaat, nach Belieben. 150-175 ml warmes Wasser Sonnenblumenöl, zum Ätten. Zubereitung. 1 Die Albergine in einem Bräter 25 Minuten bei 200 Grad Celsius im Backofen rösten. Die Knoblauchze unbekanntes Zeichen hinzufügen und weitere 15 Minuten mitrösten, bis beides sehr weich ist. Die Albergine halbi unbekanntes Zeichen rennen und das Fleisch aus der Schale kratzen. Knoblauch schälen und mit Alberginenfleisch, Gewürz, Tahini, Zitronensaft und Öl glatt und cremig pürieren. Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Abgedeckt beiseite stellen. 2 Für die Fladenbrote Mehl, Maisschrot, Beck unbekanntes Zeichen. Pulver und Salz in eine Schüssel 7. Die Butter in die Mischung reiben, bis feine Krümel entstehen. Nach Belieben die Sesamsaat zu unbekanntes Zeichen. Fügen und das Wasser zunächst mit einem Holzlöffel und schließlich mit den Händen ein unbekanntes Zeichen. Arbeiten. Den Teig zu einer Kugel formen, bei Bedarf mehr Wasser oder Mehl zufügen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsplatte weich kneten. In 6 Stücke teilen und jedes zu einer Kugel formen. In Frischhaltefolie einschlagen. Und im Kühlschrank 30 Minuten ruhen lassen. 3 Die Teigkugeln zu 5 mm dicken Fladen aus unbekanntes Zeichen rollen und in einer leicht gefetteten Pfanne bei mittlerer Hitze einige Minuten von jeder Seite goldbraun braten. Den Baba Ganoush mit Koriander marinieren und zu den warmen